Ja, hallo, guten Tag, liebe Blaulichtfreunde. Heute mal wieder etwas aus unserem Freiluftübertragungsstudio, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ist natürlich so schön das Wetter, da kann man ruhig auch mal draußen sitzen. Und heute, ja, habe ich euch mal was Besonderes mitgebracht. Und zwar dieses wunderschöne Teil. Ist ein Funkgerät, wie man erstmal unschwer zu erkennen kann. Das ganze Ding hat die Baubezeichnung Q61 oder U101 und ist im Sprachgebrauch abgekürzt oder spaßlich bezeichnet als Lilliput. Ja, das Gerät hat zwei Kanäle, welche man hier, ich hoffe, dass man das sieht, praktisch schalten kann. In unserem Fall hat das Gerät einmal die Frequenz von 125 MHz und 0,125 MHz. Die Leistung liegt bei ungefähr 0,6 Watt, die Reichweite bei ca. 1 Kilometer. Die Besonderheit ist die Stromversorgung. Diese beträgt einmal 2,8 Volt und einmal 75 Volt. Das Gewicht ohne Akkus beträgt ca. 1,5 Kilo und das Baujahr ungefähr 1953, hergestellt im VEB Funkwerke Zittau. Ja, diese Geräte wurden eingesetzt bei der damaligen kasernierten Volkspolizei in der DDR. Ist eins der ersten tragbaren Funkgeräte, die es gab. Man kennt es hier, wo die Haltevorrichtung befestigt ist, wo dann entsprechend ein Koppel oder eine Tragevorrichtung reingekommen ist. Ja, das Gerät verfügt über eine sogenannte Kontrolltaste. Wie gesagt, den hatten wir hier schon, diesen Umschalter einmal auf aus. Dann kann man umschalten auf diese 125 MHz und einmal auf die 0,125 MHz. Hier oben die Antenne, die ist fest dran, die ist also nicht abnehmbar. Und hier an der Seite der Anschluss für eine Hör- oder Sprechgarnitur. Die bestand meistens ja, aus einem telefonähnlichen Hörer mit einem zweipoligen Anschlusskabel, was dann hier vom Prinzip her reingesteckt wurde. Das Ganze konnte man dann auch noch wunderschön mit dieser schon leicht grünen Messingklappe abdecken. Ja, kommen wir mal zum Inneren von dem Gerät. An sich der Aufbau relativ einfach. Wir haben hier oben den Kontakt für den Antennenfuß. Das ist hier vom Prinzip her für die Batterien gedacht. Hier habe ich schon mal das ein bisschen lose gemacht, damit man mal einfach reingucken kann. Wir haben, wenn ich das mal so hochhalten kann, zwei Röhren vom Typ RFT. RFT stand für Radio-Fernsehtechnik. Und die Röhren haben die Bezeichnung DL192, davon zwei Stück. Hier vorne sehen wir die Quarze für die zwei Kanäle. Das ist der für die 125 MHz und das ist der für die 0,125 MHz. Beide Quarze haben einen Innenwiderstand von 2000 Ohm. Ja, das ist es eigentlich. Unter dieser Abdeckung hier befinden sich noch verschiedene Bauteile. Will ich jetzt nicht auseinanderbauen, dazu ist mir das Gerät ein bisschen zu wertvoll. Ja, hier kam dann vom Prinzip her die Batterieeinsätze rein. Die Geräte waren nicht lange im Betrieb, muss man dazu sagen, weil sie waren sehr störanfällig gewesen. Und wurden dann, nachdem sie ausgemustert waren, bei der kasernierten Volkspolizei an die Gesellschaft für Sport und Technik natürlich umgequarzt, übergeben. Ja, ich habe mich auch mal im Internet ein bisschen schlau gemacht. Also Lilliput hießen die Geräte. Allerdings auf zwei verschiedenen Webseiten sind auch jeweils zwei verschiedene Frequenzen eingegeben. Einmal die 125 MHz bzw. 4,175 MHz und auf einer anderen Webseite wird nur noch von diesen 4,125 MHz gesprochen. Gut, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dieser kleine Vortrag zu diesem eigentlich wunderschönen Gerät. Ja, was
aus Bakelit noch besteht, also relativ robust ist und ich sage mal für sein Alter, ja, macht das was her und ist eigentlich ein schöner Teil in unserer Sammlung. Wenn es euch gefallen hat, liebe Blaulichtfreunde, dann bitte ich einfach mal um einen Daumen hoch. Ja, und wenn es nicht gefallen hat, hinterlasst bitte auf euren oder hier in den Kommentaren eure Meinung. Bis dann, bleibt schön negativ, alles Gute, bis zum nächsten. Tschüss.